Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origin. Und wir stehen immer noch vor der Teufelsfratze und versuchen sie zu öffnen. Beziehungsweise herauszufinden, sie zu öffnen. Also mal weiter im Text. Was meinst du? Also, um es einfach zu sagen, du musst, ein Dämon sein, um da reinzukommen. Oder wenigstens dämonische Energie in dir haben. Es wird sich definitiv für niemanden öffnen, der sich nicht auf so eine niedere Stufe gestellt hat. Also muss man einer von den Bösen sein. Ja, das trifft Zionika. Und Lady Fina ist da drin. Gibt es nichts, was wir tun können, Cardena? Also, wenn wir etwas von dem heiligen Wasser vom Solomon Schrein hätten, vielleicht. Oder vielleicht denken wir ganz falsch. Anstatt den Fluch zu brechen, sollten wir versuchen, ihn auszutricksen, indem wir so tun, als ob wir Dämonen wären. Theoretisch, wenn wir eines der Artefakte des Feindes hätten, hätten wir vielleicht eine Chance. Was für eine Art Artefakt? Etwas mit einem ähnlichen Fluch darauf. Wenn jemand etwas trägt, mit so ein verfluchtes Artefakt tragen würde, wäre es vielleicht genug, diese verdammte Tür zu öffnen. Und das ist gefährlich. Ein Fluch, der so stark ist, könnte jeden töten, in einem kurzen Moment. Ja, ich weiß, es ist keine perfekte Lösung, aber es ist eine Idee. Es muss einen Weg geben, es zu versuchen. Und ja, wir haben ja ein Artefakt. Und zwar den hier. Den bösen Ring. Ein Ring bei den Dämonen, vom Dämonen gemacht, aber er hat keine Kraft mehr, deswegen müssen wir die Kraft wieder aufladen. Fragen wir erstmal Cardena danach. Also, sie sagt, was ist das für ein Ring, den du da hast, kann ich ihn sehen? Judika zeigt den bösen Ring Cardena. Also er ist definitiv von dämonischer Natur, aber er ist hat keine Kraft mehr. Wenn du ihn dir genau anguckst, dann passt seine Form zu der Fratze auf der Tür. Vielleicht sind sie irgendwie verbunden. Ich schwöre, ich habe dieses Gesicht schon mal gesehen. Hast du? Wenn ich ehrlich sein soll, kommt es mir auch bekannt vor. Also es ist etwas, was wir beide schon mal getroffen haben. Diese untoten Sandkreaturen sehen so ähnlich aus. Oh ja, ich glaube, das tun sie. Es gibt verschiedene Arten von Sandkreaturen. Und dieses hier sieht aus wie einer der größeren. Es waren nicht so viele wie die kleineren, aber die Ähnlichkeit ist klar. Und sie sind da draußen. Ich kann mich an nichts dergleichen erinnern. Vielleicht sind eher ein paar neue Dämonen aufgetaucht, seitdem ich den Hauptturm verlassen habe. Ich hoffe, wir werden dieses Tor öffnen können. In Zeiten wie diesen wünschte ich, wäre etwas schlauer, so wie Rico. Aber ich frage mich, ob Rico auch irgendeine Idee hat, wie wir hinter diesen Fluch kommen.
Und ja, gucken wir mal kurz. Nein, wir haben kein Clerier Orsen. Mikro ist nämlich eine gute Idee. Mal wieder die Waffe verstärken, aber wir haben kein Erz dafür. So, nun müssen wir den Rathaus Alex mal wieder verlassen, kurzzeitig. Denn hier in den Silent Sands, in diesem Gebiet hier, müsste was gespawnt sein. Nicht nur die Gegner hier, sondern genau der da. Wow. Wie wenig Schaden wir bei denen machen. Wow. Also die Viecher sind definitiv nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja. Vor allem, weil sie uns gleich getötet haben. So. Die Kraft des Evil Rings wurde restored. Sehr gut. Aber ich speichere jetzt mal hier kurz, weil das war ziemlich knapp. Wenn wir jetzt den Evil Ring einfach anlegen, sterben wir. Weil der sofort all unsere Lebenskraft in einem Zug entfernt. Deswegen müssen wir erst einmal das Blue Necklet anlegen. Und dann können wir den Evil Ring anlegen. Weil das der blaue Anhänger uns vor dem Fluch schützt. Es war im ersten Gedanken etwas kontraproduktiv. Aber es ist der einzige Weg. Wir stehen wirklich vor einer Sackgasse hier. Ich habe das Gefühl, dass unser Feind uns einfach beschäftigt halten will, um sich Zeit zu kaufen. Ich hoffe, wir sind in der Lage, diese Tür irgendwie zu öffnen. Okay, sie sagt immer noch dasselbe. Warte, du trägst ihn. Wahrscheinlich, weil du keine Magie benutzen kannst. Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach wahnsinnig wirst durch ihn. Ach, ich sehe, du benutzt das Artefakt vom Haus Gemma. Die Kräfte des Anhängers und die verdrehte Kraft des Rings kämpfen gegeneinander. Und das hätte ich komplett sicher. Warum habe ich nicht daran gedacht? Guter Gedanke. Und so können wir nun die Dämonenfratze öffnen. Als das Tor geöffnet wurde, ließ die Kraft des Rings wieder nach. Es hat geklappt. Sehr gut. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ich hätte es ohne eure Hilfe nicht geschafft. Danke. Also los, lasst uns reingehen. Und da ist Lady Fina. Genau. Unica. Es ist ein Kraftfeld und ein sehr starkes. Das ist schlecht. Was tun sie nur hier? Lady Fina, geht es euch da drin gut? Ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Die Barriere soll mich nur festhalten und meine Magie versiegeln. Sie verletzt mich nicht. Gott sei Dank für diesen kleinen Gefallen. Es freut mich, dich zu sehen, Yurika. Ich wollte dir noch mein Beileid sagen wegen deinem Vater. Ich wünschte, ich hätte passende Worte dazu. Ich weiß, wie du dich fühlst durch diesen Verlust, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke für eure Anteilnahme, Lady Fina, aber es ist okay. Ich gehe damit gut um. Das ist das Lotusschwert deines Vaters. Ich hatte noch die Chance, mit meinem Vater zu reden, nachdem man euch geschnappt hat. Yurika beschreibt die geistliche Begegnung mit Saul. Du hast ihn gesehen? Deinen Schwächen ins Auge gesehen? Das ist ziemlich komplizierter Stoff. Ja. Aber ich weiß nicht wirklich, was er meinte. Nicht ganz irgendwie. Im Augenblick sollte ich das tun, was ich am besten kann. Und hoffen, dass ich ihn nicht enttäusche. Hey, Yurika. Da müssten jetzt die Heiligen Ritter kommen, würde ich mal sagen. Genau. Roy, Cecilia, Ravoda, Commander Kallion. Ah, endlich haben wir dich eingeholt. Ihr seid etwas spät, denkt ihr nicht? Ja, verzeiht uns. Wir hatten einen ziemlich starken Dämonenangriff abzuwehren auf unserem Weg hierher. Lady Fina, es ist mir ein Vergnügen, euch wohlbehalten zu sehen. Wie immer sind die Heiligen Ritter zu euren Diensten. Sir Gallion, es gibt keinen Grund für solche Formalitäten. Ich bin nur froh, euch alle selber sehen zu können und zu sehen, dass ihr alle sicher seid. Dankbarer, als ich es hier ausdrücken könnte. Also, das haben wir eigentlich alles Yurika zu danken. Sie hat den Tag gerettet. Hat sie? Natürlich. Absolut. Nicht nur, dass sie die Wache dieses kleinen Turmes besiegt hat, sondern sie hat auch herausgefunden, wie wir durch diese Tür kommen. Ah, das war nicht wirklich große Mühe. Kein Grund, bescheiden zu sein, Yurika. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Sieht so aus, als hättest du es mehr als wieder gut gemacht, dass Lady Fina geschnappt wurde. Roy, musstest du das noch mal erwähnen? Das ist gemein. Das kann dir nicht ernst meinen. Es gibt also wirklich keinen Weg, diese Barriere zu lösen? Das ist genug, Cecilia, beruhig dich. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es wird nicht einfach sein. Sie ist sehr mächtig. Es wird eine ganze Zeit lang dauern, sie zu studieren, herauszufinden, wie sie funktioniert. Und dann noch sie zu brechen. Gibt es keine Möglichkeit, den Prozess zu beschleunigen?
Ich befürchte nicht, Hugo hat recht. Wenn wir es überstürzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Lady Fina verletzt wird bei unseren Anstrengungen, sie zu befreien. Dieser Dallas ist wirklich keiner, mit dem wir uns den wir auf die leichte Schulter nehmen sollten. Verdammt. Und ja, bevor wir hier weitermachen, erst einmal wieder einen kurzen Cut. Denn ich bin schon wieder bei meinen 15 Minuten. Also bis gleich.